Willkommen zurück aus der Urlaubszeit. Es geht wieder weiter. Und hier ist die erste Folge nach der langen Sommerpause hier beim Büchsenschubser on Tour. Ja, da bin ich wieder, Leute. Ich hatte ja Urlaub, so ein bisschen. Naja, es waren eigentlich nur 2 Tage. Ja, jetzt mache ich hier gerade meinen Außenwalk, meine sogenannte Abfasskontrolle. Gucken, ob alle Lämpchen brennen und ob alles noch da ist, weil mein Zug stand jetzt 2 Tage länger als normalerweise. Ne? Normalerweise hätte ich ja noch gar keinen Urlaub, weil ich habe erst im Oktober Urlaub, Ende Oktober, Anfang November. Und ich brauchte jetzt aber 2 Tage, wo ich mal diverse Sachen erledigen muss. Und eine Sache davon hat auch was mit meinem neuen Kanal zu tun, der schon am Start ist, aber ab kommenden Jahr noch etwas intivisiert werden. Also ihr wisst schon, was ich meine. Ich merke, ich hatte Urlaub, auch wenn es nur 2 Tage waren. Ja, ihr seht, ich habe keine Büchse drauf. Nein, keine Büchse. Chassis ist gewaschen, LKW ist gewaschen. Ich werde jetzt gleich nach Duisburg fahren und da bekomme ich meine Büchse. Und dann fahre ich mit der Lärmbüchse nach Rheine. Und in Rheine wird die Büchse gefüllt und dann geht es nach Hamburg. Ja, aber da werde ich mich dann nachher unterwegs melden. Ich habe auch so ein paar Sachen zu berichten, denn ich muss leider aufgrund dieser sogenannten Datenschutzverordnung diesen Kanal etwas umstricken. Und das versuche ich euch dann im Laufe des Tages zu erklären. So wisst ihr dann in diesem ersten Video, was euch in Zukunft erwartet, wie es hier weitergeht oder auch nicht. Das sei jetzt mal dahingestellt. Ne? Ich meine, viele sogenannte Kollegen wünschen sich ja lieber, dass ich meinen Kanal einstampfe, aber den Gefallen tue ich denen nicht. Kein Stück werde ich tun. Ich mache weiter. Ja, ihr werdet mich nicht los. Auf jeden Fall nicht so schnell. Aber das ist ein anderes Thema. Das gehört jetzt hier auch nicht weiter verinnerlicht. So, das war es jetzt immer. Ich muss jetzt mal ein bisschen mehr meine Abfahrtskontrolle checken. Ich muss jetzt mal die Maschine anwerfen. Und dann starten wir in Richtung Duisburg. In dem Sinne, bis später. Buddies. Hallo Freunde der guten Containerunterhaltung. Ja, Urlaubszeit bzw. Sommerzeit, Sommerpause ist nun vorbei. Dies ist das erste neue Video nach der Sommerpause. Ich mache weiter, auch wenn viele es gewollt haben, dass ich es nicht tue, aber ich tue es. Ich werde weitermachen, weil ich lasse mich nicht von so kleinen, naja, ich sage jetzt mal nichts, weil das ist nicht mein Niveau. Mitziehen, nein, ist nicht mein Ding, mache ich nicht. Die sollen ihr Ding machen, ich mache mein Ding und fertig, aus die Maus. Ich sage ja immer, jeder soll vor seiner eigenen Tür kehren. So, das dazu. Ja, es geht weiter. Habe ich, glaube ich, 60 Tage kein Video hochgeladen. Das wird jetzt also das erste Video nach 60 Tagen wieder sein. Ich bin mal gespannt, wie das Video bei euch ankommt. Ich hoffe gut. Ja, viel passiert ist in der Sommerzeit oder in der Urlaubszeit, Sommerferienzeit, nicht viel. Es war auch recht ruhig bei uns im Containerverkehr. Ja, wir hatten so ein paar Spezialtouren, wieder Holzladen, was ich euch hier mit in das Video packe. Das war ganz interessant, war sehr idyllisch, mitten auf dem Feld, mitten im Wald mal wieder mal eine Runde Holz zu laden. Für alle, die das nochmal sehen wollen, die können sich das in diesem Video hier im Anschluss angucken.
Ja, wie geht das hier beim Büchsenschubser.tv weiter? Ja, also ich hatte ja mal erzählt, die Datenschutzverordnung hier in Deutschland, Europa, die lässt uns leider immer weniger Spielraum. Und ich hatte ja auch schon so einen komischen Brief von einem Anwalt erhalten, wo sich wohl jemand sich über den Datenschutz wohl geäußert hat, der wohl bei mir nicht vorhanden wäre. Das haben wir auf den Weg geschafft zu 99,9%. Ich warte eigentlich nur noch auf das Antwortschreiben. Dann ist das erstmal vom Tisch. Ich werde in Zukunft meine Videos etwas anders machen, überhaupt den ganzen Kanal. Ob euch das jetzt gefällt, weiß ich nicht. Ich werde es sehen. Ich muss halt meinen Filmbereich extrem einschränken. Es ist leider so. Uns ist es nicht mehr gestattet, in den öffentlichen Raum zu filmen. Das, was ihr jetzt hier schon seht, den Teil meiner Innenkabine hier vom Führerhaus, ne, und der andere Teil, dieser äußere Teil, der da, den dürfte ich euch jetzt eigentlich gar nicht schon mehr zeigen. Das fällt mir nämlich jetzt gerade auf. Ja, da muss ich also gleich noch irgendwie was machen. Also da muss ich gleich nochmal, oder ich drehe das Ganze nochmal von vorne. Aber ich sehe auch keine Person. Ihr seht das Spiegel verkehrt. Ihr wisst auch nicht, wo ich bin. Ich könnte ja auch in Italien sein oder in Spanien. Da zählt das ja wieder nicht. Also lasse ich das. Aber ich bin's nicht. Ich bin im guten alten Land. Ja. Ja, erster Tag nach der Sommerpause. Ich bin auch diese Woche erst am Mittwoch angefangen zu arbeiten. Ich hatte Montag und Dienstag frei. Ich hatte so ein paar wichtige Termine, die ich mal erledigen musste. Ein Termin davon war Düsseldorf, Caravan-Messe. Da bin ich gewesen mit meiner Familie. Ja, das war schon ganz interessant. Aber da werde ich jetzt nicht mehr zu verraten. Alles andere, das sind so Neuigkeiten fürs neue Jahr. So lange müsst ihr jetzt warten, was da jetzt in Zukunft kommt. Ja. Sonst, ja, was habe ich vor? Ich habe vor, mich gewissen Themen, die uns Berufskraftfahrern eigentlich auf der Seele brennen, etwas zu verinnerlichen. Also ich werde jetzt Themen ab nächste Woche mir suchen, die vielen wehtun, aber die eigentlich unser täglich Brot sind. Ja, über Gesetze, über Situationen, über, ich sag nur ein Thema Gewerkschaft. Ja, da werde ich nächste Woche auch was zu sagen. Warum, nur mal so als Hinweis für euch, warum gibt es unter uns oder für uns Lkw-Fahrer keine Gewerkschaft? Ja, ist das gewollt? Soll das so sein? Wollen wir das nicht? Ja, Fragen über Fragen. Und über dieses Thema werde ich ab kommende Woche mal so einen kleinen Blog starten. Also über dieses eine Thema, also ich will da jetzt keine Serie draus machen. Ich werde mir immer neue Themen suchen, die vielleicht auch teilweise situationsbedingt sein werden. Also die gewohnten Fahrtszenen, die ihr kennt, die werden jetzt wahrscheinlich wegfallen. Ja, das ist ein heißes Eisen. Also theoretisch, laut Anwalt, muss ich alles verpixeln oder unscharf machen. Und wer will sich ein unscharfes Bild über Minuten angucken? Das ist total langweilig. Und das ist auch so das Problem, was ich jetzt habe als YouTuber, sag ich jetzt mal, oder auch die anderen. Was wollen wir euch noch zeigen? Ne? Man darf teilweise nirgendwo mehr überhaupt filmen ohne Drehgenehmigung. Was heißt Drehgenehmigung? Drehgenehmigung. So, und die muss ich mir einholen. Und das ist halt ein Aufwand, der enorm ist für mich. Ne? Für eine Fernsehproduktion oder für irgendeinen Sender ist das vielleicht einfacher. Die planen sowas ja über Monate und wir machen das spontan. Wir machen das jetzt, weil wir jetzt Bock darauf haben. Und aus dem Grund, ja, muss ich das anders machen. Und jetzt muss ich mir halt was anderes suchen, was hier spezifisch zu meiner Kategorie Büchsenschubsen oder Containerfahren oder überhaupt allgemein Oberbegriff LKW fahren. Ne? Das kann ich euch irgendwie beipoolen oder versuchen euch rüberzubringen aus meiner Sicht. Das ist immer meine Sicht. Ja, ich spreche nicht für alle Kraftfahrer in Deutschland oder in Europa. Ich spreche immer für mich,
wie ich das gerade sehe. So soll das für euch sein. Ihr könnt eure Meinung schreiben, das ist eure Meinung, ich habe meine Meinung und fertig. Dem einen wird sie passen, den anderen nicht, aber das ist halt so, ne? Ja, wir leben halt in einer Demokratie, da kann jeder sagen, was er will und ich tue es auch. So, aber wie gesagt, ne, immer auf dem Teppich bleiben, immer fair zueinander, ne? Wir müssen uns gegenseitig akzeptieren und auch tolerieren, ne? Und ja, Beleidigungen oder sonstiges, weiß ich nicht. Das haben wir hier draußen auf der Straße genug. Und ist eigentlich meiner Meinung nach ein echtes Armutszeugnis, wie wir miteinander umgehen. Vom Fahrstil mal abzuschweigen, ne? Aber wenn man, ich brauche nur oben das Funkgerät anmachen, was da teilweise los ist, Leute. Da sind manche Kinder, die ich früher mal im Bus gefahren habe, da wo ich dachte, die sind schlimm. Nee, Erwachsene können noch viel, viel schlimmer sein und die können noch, naja, komm, lassen wir das Thema. Also, ihr wisst Bescheid, es geht hier weiter, etwas verändert, etwas anders und guckt, wie euch das gefällt. Ich hoffe, es ist so, aber leider ist es so, die Datenschutzverordnung lässt uns keinen weiteren Spielraum und ich habe auch keine Lust, mich jeden Monat mit Anwälten auseinanderzusetzen, beziehungsweise meinen Anwalt. Ich meine, ich habe eine Rechtsschutzversicherung, das ist mir eigentlich egal, aber das ist ein Fass ohne Boden und obwohl auch das Gesetz ist eigentlich, ne, für den Hintern, das wisst ihr ja alle, aber wir haben das Gesetz. Ich bin jetzt eigentlich kein Gesetzesbrecher, ich will es auch gar nicht sein, ne? Ich wollte eigentlich Spaß bei der Geschichte haben, aber die Datenschutzverordnung, die macht uns alles zunichte. Also in Bezug, was ich vorher gemacht habe, hier Fahrtszenen oder überhaupt Filmereien im öffentlichen Bereich, die sind einfach ja nicht mehr zulässig. Und YouTube wird da irgendwann auch zwischenschießen mit irgendwelchen Upload-Filtern. Das wird mit Sicherheit irgendwann kommen, wenn die Technik soweit ist. Aber solange werde ich nicht warten. Ich fange da jetzt schon an. Ich versuche es auf jeden Fall. Ich gucke mir das jetzt auch noch bis zum Ende des Jahres an, wie das bei euch ankommt. Und ob es mir noch Spaß macht, das kommt nämlich jetzt auch noch zu, weil ich weiß selber, ich habe auch ein Problem, mir gewisse YouTuber anzuhören, die eine halbe Stunde nur am Quatschen sind. Ne? Ich meine, es gibt welche, den kann man zuhören, aber es gibt auch welche, die kann man, da schalte ich nach 2 Minuten ab, weil es einfach, ja, es ist einfach zu, auch langweilig. Und ich versuche das jetzt, ich versuche auch irgendwie mal so gewisse Sachen noch einzufangen. Wie gesagt, ich kann ja, was hier im LKW abgeht, was auf meinem Chassis oder abgeht, kann ich euch zeigen. Ich würde euch nochmal irgendwann die ganzen Container erklären. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Containern. Da brauche ich zum Glück keine Drehgenehmigung. Oh, da drüben fährt gerade ein Erlkönig auf der anderen Seite. Noch völlig zugeklebt. Sah aus wie ein MAN. Kommt MAN jetzt auch mit dem neuen Auto nach Iveco? Lassen wir uns überraschen. Aber das lassen wir jetzt. Also, ihr wisst Bescheid. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche noch. Nee, oder einen schönen Feierabend. Oder sogar ein schönes Wochenende. Und ab nächste Woche wird es themenbezogener, das Ganze. Und fachbezogener. Ich hoffe, das wird was. Ansonsten ja, muss ich einpacken. Ist halt so. In dem Sinne, macht's gut. Keep trucking. Ach so. Heute haben mich auf der A1 ganz viele gegrüßt und erkannt und angefunkt. Von, ich glaube, wo bin ich losgefahren? Von Münster bis nach Hamburg, 3, 4 Leute. Ich grüße euch mal alle zurück hier auf diesem Wege. Ne? Und Dankeschön für eure liebe Worte, die ihr mir über Funk gesagt habt. Ne? Da wird man immer teilweise rot. Das will ich ja gar nicht, aber das war schon teilweise emotional heute. Und lieben Gruß zurück an euch dreien, die mich da heute, was haben wir denn heute? Mittwoch. 4.9. gegrüßt haben. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wenn ihr euch die Videos anguckt. Dann wisst ihr weit, ihr seid gemeint. Lieben Gruß an euch und macht's gut. Tschö. Ja, was ich passt, wird passend gemacht, ne? Wir laden mal wieder Holz. So wie ihr das seht hier. Ne? Schön hier unterm idyllisch heute Morgen. Ja, die Dinger sind zu lang. Sonst kriegen wir die Türen da nicht zu. So, ja, immer wieder aufregen bei uns. Schön hier mitten im Wald, im Hessenland. Jo, herrlich, wa? Ja, schon fertig. Jetzt kann er weiterladen.
Das muss alles rein. Ja, und weiter geht's im Takt. Der junge Mann ist heute motiviert. Der hat schon richtig Bock. Immer rein damit. Ja. Ne? Das ist Spielzeug für Männer. Der kann das. Ja, im Moment haben wir viel Holz. Holzexport. Ah, daneben geschossen. Holz am frühen Morgen. Heben kann. Das ist doch Wahnsinn. Und jetzt greift er um. Jetzt stochert er wieder nach. Jetzt wissen wir, warum die Dinge mal verbeult sind. Von den Holz. Balladern. Ja, die machen einen geilen Job. Ja, wie gesagt, schön idyllisch hier. Guckt euch das an hier. Weit und breit ist hier nichts. Hier ist noch nicht mal Wald. Hier ist gar nichts. Hier ist nichts, außer ein schönes Windrad. Ja, Wind aus Norden. So. Ah, daneben gestochert. Ja, die können's. Die Jungs, die sind jeden ganzen Tag in der frischen Luft. Aber leider auch im Winter und im Sommer. Also kalt und heiß. Klasse. Der kann's. Ja, machen wir die Stäbchen runter. Ah, jetzt mal wieder. Na, nicht geklappt. Der ganze Dreck gleich mit. Aber ihr seht, hier haben wir heute schon gestern auch schon geladen hier. Das Ding ist fast voll. Also fast. Ja, den letzten noch reinstopfen. Der Rest geht ja, ne? Muss alles rein. Na, gucken, jetzt greift er oben rein. Die wissen, wie es geht. Guckt euch das an. Zack. Den anderen auch noch. Ja. Ja, zieht er jetzt wieder raus. Sägen gehen. Oder? Ja, jetzt rein. Dann zieh er mal raus und stopf den wieder rein. Ja,
zur Schussrichtung. Ne? Also ein springender Balken, ne? Den braucht keiner. So, und jetzt drückt er ihn da rein. Ja, genau. Nicht so. Der verkeilt sich immer wieder. Ja, aber die andere Seite. Jetzt baut er sein Maschinchen hier wieder zusammen. Zack. Das ist auch genial, was die Jungs immer machen. Kommt Bremse los. Jetzt zieht er sich das Teil daran. Das haben wahrscheinlich auch viele noch nicht gesehen. Ja, muss alles in Ordnung haben. Und da ist eine Winde drin. So, jetzt zieht er den ran und gleich greift er den. Und zieht ihn sich hoch auf den Hintern. Und somit ist er eigentlich nur noch solo unterwegs. Ja. Was das Material alles leiden muss, das ist echt der Wahnsinn. Aber alles durchdacht. Ja. Jetzt klappt er zusammen. Aus dem Haus. Fertig. Ja, das war eine halbe Stunde Holzladen, 24 Tonnen. Ab geht die Marie. Bis zum nächsten Mal.